Hi Leute, ich bin gerade bei München an einem kleinen Baggersee und heute wollte ich mal ein kleines Video über Bewusstsein machen und könnt euch hier mal den See anschauen und bei Walter Schaube zum Beispiel, der hat das glaube ich mal geschrieben in einem Buch, man soll sich mal einen Teich setzen, also macht das mal, setzt euch mal einen Teich und dann nehmt mal so einen Stein und werft ihn mal ins Wasser und dann schaut mal auf die Kreise, die der Stein zieht. Und wenn man sich die Kreise so anschaut, seht ihr, wie die so weitergehen. Macht es am besten selber, probiert es mal aus. Schmeißt mehrere Steine rein, schmeißt sie hintereinander, nebeneinander, große, kleine Steine. Und man kann das ganz gut vergleichen mit dem Bewusstsein. Wenn die Wasseroberfläche euer Geist ist, euer Bewusstsein. Und wie lange das dauert, bis er mal still wird, der Geist, bis man mal zur Ruhe kommen kann. Und was alles Auswirkungen hat, auf was sich gegenseitig beeinflusst. Also wenn man jetzt sieht, wenn ich jetzt zwei kleine Steine reinwerfe und wie sich die Kreise überschneiden und wie lange es auch dauert, bis sich das Bewusstsein mal, bis es zur Ruhe kommt. Dann die Wellen, wenn irgendwo ein Ufer ist, je nachdem wie das Ufer ist, werden die Wellen gespiegelt. Und das ist ein ganz guter Vergleich fürs Bewusstsein auch. Das ist ein Fisch. Und ja, es dauert einfach eine Weile, bis man zur Ruhe kommen kann. Und man dürfte da nicht so ungeduldig sein, wenn man zum Beispiel, schaut euch den Stein an, das ist ein Gedanke, ein Ereignis, was euch widerfährt und wie lang es seine Kreise zieht, so zack, ein Ereignis und es dauert einfach und es breitet sich erst langsam über den ganzen See aus und macht das am besten einfach mal selber, probiert es aus, schaut wie die Kreise sich ziehen, wie sich das Bewusstsein gegenseitig beeinflusst. Walter Schaube hat, glaube ich, auch gesagt, das soll man an einem Teich machen mit Seerosen, wie die Seerosenblätter sich anheben und absenken. Ja, macht es einfach mal selber, zieht eure eigenen Schlüsse, am Lebendigen zu lernen. Ist viel effektiver als von toten Büchern. Erfahrt die Dinge selbst, probiert sie aus. So, ein letzter Stein. Macht's gut, Leute. Ciao.